Mein Name ist Habib Elzain. Ich bin in Meppen geboren und wohne auch in Meppen. Bin gelernter Industriekaufmann bei Ela Container und assistiere der Geschäftsleitung. Habib, moin. Moin, Gunther. Alles gut? Ja, bei dir? Mein Kollege, also seit dem Kindergarten. Sein Vater arbeitet hier seit 30 Jahren. So. Beim Umziehen habe ich denen geholfen. Da habe ich die Urkunde so in der Hand gehabt. Da stand 30 Jahre Ela oder 25 Jahre Ela, Jubiläumsurkunde so und so. Ne? Dann dachte ich, ich habe schon 200 Bewerbungen geschickt, aber noch keine hierhin. Das war irgendwie März oder April. Und dann habe ich die Bewerbung im Mai hier abgegeben. Ja, und wurde eine Woche später sofort eingeladen. Ich dachte, ich würde da 15 Minuten sitzen, aber es war ein bisschen länger. Zuerst mit Tim. Eine Woche später wurde ich nochmal eingeladen, von Tim dann persönlich. Er meinte, dass sein Bruder Günther mich wohl sehen will. Vorhin noch Tochter abgeholt vom Kindergarten. Tatsächlich? Ja. Und sie hat jetzt einen neuen Trick beim Bäcker. Neuen Trick beim Bäcker? Ja. Erzähl. Wir kaufen Brötchen, aber dann muss sie bezahlen. Okay. Und sie sagt, wenn sie bezahlt, kriegt sie ein weiches Brötchen als Geschenk. Ja, super. Ja, das hat sie rausgefunden, ne? Ja. Und dann hat Günther vorgeschlagen, dass ich einmal über dem Hof laufe, also von jeder Abteilung, von jeder Halle zur Halle, so ein achtwöchiges Programm war das, ne? Einmal alles kennenlernen und dann mit der Ausbildung anfangen. Du hast eine Aufgabe gestellt bekommen. Wie du dazu zum Ziel kommst, musst du selber zusehen. Also nicht so, nicht im Stich gelassen, klar, hat man Hilfe bekommen. Aber das Geile war, dein Ergebnis wurde direkt anerkannt und positiv anerkannt, ne? Das war so viel selbstständiges Arbeiten, ne? Und nebenbei hat er gefragt, ob ich mir jetzt vorstellen könnte, mit ihm in Zukunft so unterwegs zu sein. Welche Strecke fährst du denn, Habib? Über die Autobahn oder? Über die Autobahn, ja. Und dann ist bei der nächsten ist ja so ein bisschen Landstraße, ne? Ja. Staufrei alles. Ja, ja, zum Glück heute. Ja, super. Jeder Tag ist anders. Es ist ja nicht jeden Tag fahren oder so, ne? Auch Verträge, Arbeitsverträge musste ich mal aushändigen, gleich mit jemandem so Vorgespräch halten, über Ela reden und so, hatte ich alles schon gehabt. Ne? Feste Zeiten ist nicht wirklich meins. Ich bin sehr spontan, ja. Es kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel, ich kriege von Günther einen Anruf, 6 Uhr morgens oder was weiß ich. Also von der Zeit und von der Länge her spielt das eigentlich keine Rolle, Hauptsache es macht irgendwie Spaß. So, ne? Aber so läuft das auch im Normalfall ab. Ne? Also wir machen eigentlich nichts anderes. Ja. Nein, das passt schon. Ja, ich interessiere mich ein bisschen für Sportautos und sowas, ne? Also, wenn ich mittags Zeit habe, hole ich meine Tochter vom Kindergarten ab. Ja, also meine Tochter mag auch Autos. Ich weiß nicht, woher die das hat, aber ich mag es halt einfach unterwegs zu sein. Ne? Mit Günther kann man ganz offen reden. Wir reden eigentlich über alles. Und ja. Wenn wir dann so viele Themen anschlagen, dann vergeht die Zeit auch irgendwie schneller. Man merkt die Strecke gar nicht.